Ja, das passt so alles. 1600 mal 900. So. Der kann jetzt erstmal wieder ein bisschen jam schlafen bis morgen früh um 9. Uhr 30. Oh, das dauert jetzt ganz schön lang. Dann nehmen wir mal den ganz, ganz schnellen Vorspuler. Und das sind jetzt einfach so Sachen, wo ich sagen muss, das regt mich in Sims ein bisschen auf, dass man nicht einfach bis zur komplett nächsten Aktion vorspulen kann. Wir gucken uns jetzt einfach mal die Karte an in der Zeit. Und dann seht ihr hier schon überall, wo jetzt hier was ist, kann man was machen. Das heißt, wir können mit unserem Sim auch einfach, wo bin ich jetzt hin? Wir können mit unserem Sim auch einfach mal wunderbar hier zum Beispiel trainieren gehen oder hier essen gehen. Was ich sagen würde, was wir uns erst mal machen müssten, ist, dass wir vielleicht eine Arbeit finden. Und wie wir herausgefunden haben, möchte unser Sim ja einen athletischen Job machen. Das heißt, wir werden vielleicht mal hier bei diesem Hantel-Ding vorbeischauen. Suchen wir jetzt mal Jobs. Ah, da ist gar kein Job dabei. Wir können hier arbeiten, da, da. Da, da, da und da und da. Aber das ist irgendwie alles nichts für uns. Also da muss ich dann echt nochmal überlegen, weil das passt irgendwie alles nicht ganz so zu meinem Ding, wie ich das haben wollte. Und es ist jetzt auch schon 8:40 Uhr. Das heißt, unser Sim müsste normalerweise kurz aufstehen. Ich muss mich mal kurz richtig hinsetzen. Oh, so, jetzt passt das. So, und das brauchen wir jetzt. Der muss jetzt erstmal auf Toilette. Die benutzen wir auch direkt mal. Ich weiß gar nicht, warum der seine Abendkleidung anhat beim Schlafen. Er zieht danach erstmal seine Alltagskleidung an. Also, ihr seht schon, ihm geht es mir ganz gut. Stadt habe ich jetzt auch schon mal vorgestellt. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal. Ja, gehen wir einfach mal zu irgendeinem Punkt in dieser Stadt. Wir können jetzt hier einfach mal rumschauen. Und ich würde sagen, wir laufen jetzt einfach mal am nächsten Tag. Laufen wir einfach mal jetzt hier hin. Und ich würde sagen, diesen Tag hier machen wir noch so ein bisschen rum, schauen, wie es unserem Sim geht und alles. Und dann aber am nächsten Tag sollten wir auf jeden Fall Dinge machen, sollten wir auf jeden Fall auch mal noch einen Job Umschau halten, weil wir haben nicht so viel Kohle. Und ja, da sollte eigentlich den Outfit wechseln. Egal, sieht er vielleicht ein bisschen besser aus. Justin Keaton, Keaton, keine Ahnung. Und wir sehen, hier ist das Ganze auch. Oh, hier wird es gerade ein bisschen befüllt. Können wir mal hier hingehen. Und zum Beispiel hier dieses Mädchen freundschaftlich begrüßen. Das sieht aus wie so ein Hausmädchen, okay. Alles klar. Egal. Wie ihr seht schon, wir müssen viel Soziales tun. Und oh, was ist das denn hier für einer? Nicht, dass es der Freund ist oder sowas. Freundschaftlich begrüßen. Ah, das macht er auch. Hey. Wie heißt denn die? Der heißt Kate. Alles klar. Begrüßen wir sie noch dreimal. Und tun einfach mal mit ihr sie ein bisschen kennenlernen, dass wir schon mal ein paar Merkmale herausfinden. Wer labert denn da noch im Hintergrund? Loben wir sie danach einfach mal und sind ein bisschen lustig. Also das Kennenlernen dauert ja ganz schön lange. Charismatisch, was heißt nochmal charismatisch? Oh. Was heißt nochmal charismatisch? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen weiter mit ihr reden. Okay. Geht jetzt irgendwie nicht, weil die verschwindet. Ja, nett. Da haben wir doch mal schon die erste Abfuhr bekommen. Egal. Weil soweit ich weiß, kann man hier in dem Park noch andere Sachen machen, wie zum Beispiel, ah, hier ist Essen. Keine Interaktion verfügbar. Hamburger essen. Wo ist der jetzt ein Hamburger? Wo geht der denn jetzt hin, um einen Hamburger zu essen? Da wundere ich mich jetzt aber mal. Ah, der nimmt sich einfach dabei ein von jemand anderem. Alles klar, auch nicht schlecht, ja.
klaut er sich hier einfach mal einen Hamburger. Okay. Soll er machen. Und boah, alles klar. Okay. Leute, das war richtig klug jetzt von ihr. Wenn die schon so klug ist, muss ich die einfach mal anreden. Ja. Weil sie steigt in den Lambo an, geht auf die andere Straßenseite und ja. Steigt wieder aus. Man kann nichts, mein Freunde. Ja, dann mach's halt nicht. Also ich sehe schon, es ist ein bisschen schwierig, über den ganzen Menschen jetzt hier mal rumzustellen. Ich wollte gerade eben mit der gerade eben da ein bisschen reden. Jetzt spielt er hier schon ein bisschen Schach. Weil im Endeffekt ist es auch wichtig, in Sims relativ schnell eine Freundin kennenzulernen. Ist jetzt kein Geheimnis, möchte ich ja jetzt auch machen. Doch dazu muss ich erstmal ein hübsches Mädel finden. Und diesen chillen man also hier alle in dem Park rum. Man könnte tatsächlich auch angeln. Oder hier zum Beispiel eine Bibliothek besuchen. Am Beach ist gerade auch keiner. Kein Mensch ist am Strand nachmittags um 3. Ja, das ist ein bisschen unwahrscheinlich. Wenn es da kein einziger Mensch ist, ist schon ein bisschen komisch. Okay, ich meine gut. Herbeirufen. Kommt ihr jetzt wirklich hergelaufen? Bin ich mal gespannt. Ich möchte doch gar nicht mit dem reden. Ich möchte doch mit der anderen da reden. Genau, so. Hallöchen. So, das erste, was wir machen, ist jetzt auf jeden Fall erstmal kennenlernen, weil das ist wichtig, dann können wir direkt mal hier wissen, gut, was macht sie denn gerne, was macht sie denn nicht gerne. Und mal gucken, was sie so sagt uns. Sie finden, dass wir okay sind. Naja, geht besser. Warum sollten wir ein Feind von ihr werden? Oh mein Gott, das geht sogar auch. Also man kann ja richtig viele Sachen machen. Gemein. Nee, ich möchte doch gar nicht gemein zu dir sein. Ich bin doch heute mal ein bisschen gut drauf, ja. Schmeicheln der mal ein bisschen und fragen sie, beißt das an? Ich weiß nicht, was das sein soll, aber gut, beißt das an. Fragen wir sie einfach mal. Haben wir schon was über sie rausgefunden? Snob. Okay. Sorry, dass ich gerade ein bisschen wenig rede. Ich tue gerade versuchen, ein bisschen eine Kombination hinzukriegen. Wie wir sie einfach... Ja, wie wir einfach lang mit ihr reden können erstmal. Und ihr seht schon, hier baut sich dann das grüne Balkendings relativ gut auf. Und ich weiß gar nicht. Sie scheint noch zu jung zu sein. Weil, ganz ehrlich, wenn sie hier noch auf die Schule geht, wie wir hier oben lesen können, Oberschule, ist sie für mich auch ein bisschen zu jung, möchte ich sagen. Und ich meine, da können wir auch so lustig sein, wie wir wollen. Und ich verabschiede mich dann auch erstmal von ihr. Weil wir sehen, unserem Sim geht's gar nicht so gut. Der möchte jetzt, denke ich mal, erstmal nach Hause gehen dann. Um sich da vielleicht ein bisschen zu kümmern, so ein bisschen was von unser Aussehen machen. Und dann können wir vielleicht sogar nochmal hier unsere eine Bekannte da anrufen von dem Xander, da, die da mit dem Xander zusammen wohnt. Weil ich glaube, die kann dann nochmal abends rüberkommen. Weil die war auch eigentlich ganz nett und mochte
uns, denke ich, auch ziemlich. Aber erstmal müssen wir uns um uns selber kümmern, indem wir auf Toilette gehen. Und danach uns duschen. Ich weiß gar nicht, warum unser Sim jetzt so wenig Spaß hat, aber ich habe jetzt eigentlich ganz gut mit denen geredet. Aber anscheinend müssen wir dazulernen und dann auch anderes Zeug machen. Ich weiß gar nicht. Ich gehe die jetzt einfach nochmal besuchen hier drüben. Ah, geht gar nicht. Okay, warum auch immer. Wahrscheinlich ist es einfach zu spät oder sowas. Aber ich möchte jetzt echt mal so ein Telefon haben, weil ich möchte echt wissen, was man damit machen kann. Deswegen klatsche ich einfach da hier so eins hin. Zack. Und können jetzt echt jemanden anrufen. Und können jetzt hier jemanden nach Hause einladen. Dann bin ich mal gespannt, wen er nach Hause einlädt. Ah, gut, können wir jetzt hier auswählen. Ich nehme... Oh, mit den einen haben wir schon Bekanntschaft gemacht. Das ist diese Erin, genau. Die holen wir mal nach drüben. Klar, ich komme mal rüber. Ist doch schön. Ziehen wir uns aber erstmal um. Klar. Kommt die jetzt rüber oder kommt die nicht rüber? Vor allem wollten wir unser Outfit wechseln. Der will irgendwie nicht, warum auch immer. Okay, alles klar, der möchte wahrscheinlich erstmal was essen. Wir sorgen jetzt erstmal dafür, dass es unserem Sim ganz gut geht. Und danach gehen wir schlafen auf jeden Fall. Ist ja auch schon 21:35 Uhr. Und sorgen dann einfach mal am nächsten Tag so ein bisschen was für den Spaß. Dass er auch einfach mal, keine Ahnung, jetzt mal... Ich gucke dann einfach mal, was man tun kann, dass dem Sim ein bisschen besser geht. Und das machen wir dann auch erstmal. Dass dem nicht so den ganzen Tag langweilig ist. Deswegen tut er sich einfach nochmal Makaroni mit Käse machen. Ja, ich weiß, ich sehe jeden Tag dasselbe, aber gut. Was soll's? Ich weiß gar nicht, ob das den hart interessiert, wenn das jeden Tag dasselbe ist. So, schön hier rumruhen und alles. Dann schön hier alles rein. Mal gucken, ob dieses Jahr, diesen Tag besser gelingt. Nee, die sind wieder ziemlich verbrannt. Egal, einfach essen. Ja. Ach, egal. Hier, wir essen die einfach trotzdem. Sehen doch lecker aus. Wunderbar. Hunger hat er jetzt nicht mehr. Können wir abwaschen, können wir wegräumen und danach schlafen. Würde ich sagen. Hey, yummy, yummy, yummy. Bis wann will denn der schlafen? Oh, bis 7 Uhr. Das ist super, weil dann gucke ich jetzt schon mal, was kann man denn dann machen, um vielleicht ein bisschen Spaß zu organisieren. Boah, der hat einen Boss aus. Könnten wir ja vielleicht. Ich weiß nicht. Aber wir gehen dann einfach mal hier rein. In den Gemeinschaftszentren. Also gehen wir doch mal in den Gemeinschaftszentren, ja. Wenn da immer was los ist. Würde ich sagen. Tun wir dann einfach mal dieses Fitnessstudio besuchen. Alleine erstmal. Hab mich, wer da draußen gerade rumläuft auf dem Feld. Egal. Jetzt im Real Life, nicht hier im Sims-Spiel. So, mein lieber Typ, würdest du auch da mal bitte aufstehen? Es ist schon fast 7 Uhr und ich möchte, dass du losgehst. Aber noch machen wir das hier nicht. Weil er will erstmal was zum Frühstück essen, und zwar Waffeln. Und dann möchte er auf Toilette und sich nochmal duschen. Und danach müsste es ihm eigentlich auch schon ziemlich viel besser gehen, ja. So, es dauert dann nicht so lange, Waffen zu machen. Zack, passt rein, fertig. So, oh, die sehen lecker aus. Ja, du sollst sie auch essen, du Lappen. Nee, du sollst sie nur kochen, um sie dann anzuschauen. Wahrscheinlich. So, jetzt die Dusche benutzen.
Und jetzt möchte ich, dass du die isst. Und dann sollst du dich endlich mal umziehen. Du sollst deine Alltagskleidung anziehen. Ohne Witz. Der will nicht. Egal. Macht er erstmal sein Bett. Also irgendwie hat er so seinen eigenen Kopf in Sachen, ja, was ich anziehen will. Ja, wir gehen jetzt erstmal jetzt wirklich in dieses Fitnessstudio. Das war ja hier. Und dann gehen wir das einfach mal besuchen. Weil ich glaube, das macht ihm auch im Endeffekt ein bisschen Spaß. Wenn er athletisch ist, hat er ja da sicherlich auch Bock drauf. Du sollst da reingehen. Du sollst mit niemandem plaudern. Reich. Oh, cool. Ich würde gerne mal wissen, was er da drin alles macht, ja. Aber das kann man leider nicht sehen. Ah, doch, kann man sehen. Ah. Wunderbar. Wunderbar. Wenn man das sehen kann, ist das ja super. Ja, ihr seht auch nicht sehr sportlich aus, ehrlich gesagt. Ja, überprüf dein Aussehen am besten, genau. Angeln! Ja, so eigentlich nicht im Fitnessstudio. Nicht sein Ernst. Ja, gehen wir mal eben angeln im Fitnessstudio. Ja, warum beißen sie wohl nicht an? Das frage ich mich eigentlich. Warum beißen die eigentlich nicht an im Fitnessstudio? Wundert mich. Wie können wir denn Spaß kriegen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht, das ist das Problem. Noch keine Leute am Strand, die man mal rumreden könnte. Gehen wir mal hier wieder zu diesem Standardplatz hin. Schauen, ob hier ein paar mehr sind. Naja, nicht wirklich. Sind wirklich eigentlich auch mehr allein als alles andere. Dann würde ich sagen, gehen wir doch einfach heute nochmal nach Hause erstmal. Brechen das Angeln ab, weil gut, das hat da keinen Sinn. Wie wir mitbekommen haben. Und wir sollten schon langsam mal um den Job kümmern. Das mache ich jetzt wirklich mal am nächsten Tag. Und tun jetzt hier echt mal diesen Haushalt besuchen. Zack. Ja, du sollst nicht draußen rumstehen, du sollst reingehen. Und wo ist die Olle? Die ist nicht da. Oder ist sie das? Ach, das ist die. Hier, dann reden wir ein bisschen mit der auf jeden Fall. So, und dann labert er noch ein bisschen. Weil ich möchte ja echt versuchen, diese Erwin scheint so ein bisschen wie wir zu sein. Aber das einzige Problem ist, sie ist ein bisschen flirtfaul. Da können wir echt nicht viel machen. Aber wir versuchen es einfach. Ganz ehrlich, wir versuchen es einfach. Und bevor jemand in den Kommentaren fragt, ja, man kann in Sims auch schwul sein. Habe ich sogar schon gemacht. Das war ziemlich lange her. Ich kann mich nicht mehr gut dran erinnern. Aber bestimmt ein Jahr her. Aber habe ich gemacht, ja. Und wir suchen es einfach nochmal. Mit dem ersten Kuss. Wer weiß, vielleicht funktioniert es diesmal. Nein. Sie will einfach nicht. Wir müssen jetzt mal wieder hier ein bisschen Beziehungsaufbauen. Und ich würde sagen, dann können wir auch mal zusammen tanzen ein bisschen. Weil da geht der, oh boah, da geht aber unser Spaß ganz schön hart nach oben.
Und ich frage sie jetzt aber mal, ob ich hier übernachten darf. Spezial sind für Amor. Ne, boah, das wären sie nicht. Irgendwo war das, ob ich hier übernachten darf. Kann ich übernachten. Erstmal meinen Spaß schön aufladen. Dann Toilette benutzen, da wäre ich ganz gerne ungestört, genau. Ja, machst du auch oder stehst du nur im Bad rum? Nur als Frage. Na, dann steht halt noch ein bisschen im Bad rum, ich meine, wenn es dir gefällt. Ja, wir haben erst mal das Essen. Ist doch nett von ihr, dass wir erstmal hier übernachten dürfen. Wunderbar, das heißt, wir gehen jetzt hier einfach mal schlafen. Und ich schwöre euch, Leute, wir kümmern uns dann wirklich erstmal um den Job. Ja? Jobs. Wir nehmen jetzt einfach erstmal irgendeinen. Auch wenn es jetzt nichts mit Sport dabei ist eigentlich. Ach, hier! Profisportler-Karriere starten. Das ist doch dann mal interessant. Das ist doch dann gut für uns, aber das machen wir noch nicht ganz, weil wir uns erstmal komplett um unser Sim kümmern müssen, dass sie da direkt gut anfängt. Das heißt erstmal das Essen und so. Und das ist doch süß. Ja. Das heißt, wir tun ihn dann erstmal duschen, auf Toilette gehen. Hunger hat eigentlich keinen, also duschen, auf Toilette gehen. Und dann gehen wir Richtung Sportler-Karriere, die wir dann anfangen sollen. Ich guck mal ganz kurz, wie viel Uhr es ist. Und die will auch, dass wir aufbrechen hier. Ja. Okay, gut. Ne, tun wir nicht. Okay, wir müssen dann erstmal nach Hause gehen. Ja klar, ist irgendwo klar, dass wenn die hier abhaut, dass wir auch dann erstmal zu Hause sein müssen. So, dann geh du einfach mal zu uns nach Hause. Und würde sagen, wir frühstücken dann ein paar Pfannkuchen. Und gehen dann nochmal duschen. Verwenden die Toilette und danach beginnen wir unsere Sportlerkarriere. Auf jeden Fall versuchen wir es, indem wir einfach hingehen und ja, Sportlerkarriere anfangen. Und wir haben Level 2 fürs Kochen erreicht. Das ist gut, weil jetzt können wir vielleicht schon mal dann ein bisschen besser kochen, als wir jetzt diese ganze Zeit dieses verbrannte Zeug da essen mussten. Das war nicht ganz so geil, ja. So, jetzt auf der Toilette gehen. Wow. Oh, das ist klar. So, sorry Leute, wenn ihr es gehört habt, aber hier ist einfach mal gerade mein Mikrofon einfach runtergefallen, ja. Was fällt ihm eigentlich ein? Fällt das hier einfach mal runter? Ich muss kurz wieder richtig hinstellen. So, passt das? Wo ist denn unser Sim gerade? Ach, der ist das hier jetzt. Und danach beginnen wir dann mal unsere Sportlerkarriere. Auf jeden Fall gehen wir da einfach mal hin und gucken, ja, wie das wird. Wo war denn das jetzt? Was jetzt? Ja, irgendwo hier? Irgendwo? War das nicht irgendwo hier? Ah, hier war das. Genau, Sportlerkarriere starten. Weil auf jeden Fall haben wir dem ja gesagt, dass er Interesse für Sport haben sollte. Und das heißt, wo ist denn unser Sim? Der ist jetzt da. Ach, und fährt jetzt mit dem Taxi hin. Okay. Und okay, was ist denn jetzt hier? Fanatischer Fan. 13 Euro in der Stunde. Und von Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Samstag immer von 15 bis 21 Uhr. Komm, nehmen wir einfach mal die Karriere an. Müssen wir halt immer von 15 bis 21 Uhr dann da sein. Was haben wir denn heute für einen Tag? Und haben wir Mittwoch, das heißt heute müssen wir auch da sein. So. Und jetzt ist es ganz gut. Wir sollten uns jetzt hier erstmal auf der Nähe umschauen. Wer ist denn das hier? Emma Hutch? Oh. Weiß nicht, weil auf jeden Fall müssen wir ja in 2 Stunden schon wieder anfangen anfangen zu arbeiten. Deswegen müssten wir hier dann in der Nähe sein. Ist das nicht dieser Xander? Ach, das ist Xander. Hi Xander. Was geht denn ab? Alles gut bei dir? Ja, bei mir auch.
Ich bin mir nicht sicher, was kann man denn die 2 Stunden machen? Oh, die haben ein cooles Haus, ne? Also es gibt schon ein paar so Häuser in Sims, die sehen echt geil aus. Auch hier so mit Pool, ja. Würde ich definitiv auch mal gerne gehen. So, wir warten jetzt einfach mal hier. Ach, mit Erin Blau. Die ist sie da? Ah? Mit Style. Ja gut, dann lass ihn einfach mal ein bisschen plaudern. Mit der Wand. Ah ne, der telefoniert jetzt. Alles klar, das kann er natürlich auch machen. Auch wenn ich noch nicht ganz weiß, wo man das machen kann. Und dann muss der jetzt auf jeden Fall mal gleich zur Arbeit gehen in 15 Minuten. Stehen wir mal auch schon quasi davor, haben wir 2 Stunden darauf gewartet. Und beginnen als fanatischer Fan. Können uns ja dann vielleicht auch ein bisschen hocharbeiten, so. Jetzt müssten wir arbeiten gehen. Oder auch nicht. Okay, dann halt nicht. Dann gehen wir aber hin und schauen uns ein Spiel an. Weil irgendwie meinten die doch, ab 15 Uhr müssen wir arbeiten. Aber anscheinend... wollen die dann doch nicht, dass wir arbeiten. Ich weiß es nicht. Aber was ich weiß, ist, dass das jetzt erstmal war mit der Aufnahme-Season. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und gerade eben chillt er hier drin. Und beim nächsten Mal beantworten wir dann die Frage, wie wir es schaffen können, dass der Typ hier dann auch mal arbeitet, um ein bisschen Kohle ranzukriegen, ja. Und dann würde ich sagen, ich bin raus, euer Buddy. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und tschüss.